geht, wir sind angekommen. Es ist jetzt, sieht man das? 3 Uhr nachts in Griechenland. Wir checken jetzt unser Zimmer ein. Ich habe es mal ganz kurz gesehen, aber dachte mir, wir machen eine erste Roomtour. Ich zeig mal gleich, wie es aussieht, damit ihr das auch gleich seht, ja? Kurzen Augenblick, ich mache mal schnell die Tür auf und dann geht's sofort weiter. So, hereinspazieren. Das ist unser Wohnbereich. Ist relativ weit offen. Wir haben hier eine Suite, das heißt, die ist natürlich ein bisschen größer als der normale Doppelzimmerbereich. Ich gehe mal ein bisschen rüber. Der Außenbereich kommt zum Schluss. Hier ist so eine kleine Chill-Area. Hier haben wir das Bett. Da ist auch dahinter der Kühlschrank. Da ist die Eingangstür, wo ich gerade reingekommen bin. Da ist der Kleiderschrank. Hier haben wir so ein bisschen was an Chili-Milli im Fernsehen zum Checken. Ein bisschen Obst, Wein wurde uns hingestellt. Hier noch so eine kleine Holztischplatte. Jetzt gehen wir mal ganz kurz ins Bad. Ah, hier ist der Spiegel, den habt ihr aber gleich gesehen am Anfang. Hier, wenn man links reingeht, ist das Bad ist komplett offen. Begehbare Dusche, alles drin. Chillt also komplett einmal in dem Teil. Wenn wir rüber auf die andere Seite gehen, haben wir hier das kleine, gechillte Bad mit Toilette. Alter, das sieht schon ultra fett aus. Aber dieser kranke Scheiß, dieser richtig kranke Scheiß, der kommt jetzt erst, wenn ich jetzt rausgehe. Scheiße, das fickt mich richtig. Pack wie am Wasserfall. Ja, wir haben noch einen kleinen Chillbereich hier draußen, der ist komplett für uns. Man sieht, hier ist eine Wand. Und hier, es ist halt jetzt komplett 3 Uhr nachts, deswegen sieht man die Aussicht nicht. Ich mache morgen noch mal ein Video, aber das ist halt ultra krank. Wir haben Wasserfall, wir haben hier den Pool. Hier ist ein kleiner Einstieg, der geht ein bisschen noch rüber da, bis dahin. Und ja, tagsüber müsste man hier jetzt einen mega Ausblick haben. Man sieht halt leider nicht so viel, aber ich mache morgen, wie gesagt, noch mal eine Aufnahme. Ja. So, das ist eigentlich das komplette Zimmer, oder die Suite besser gesagt. Und ja, das war's eigentlich fürs Erste. Man sieht sich. Jo Freunde, was geht? Heute ist der Tag danach. Wir haben jetzt, ich weiß, ich habe die Uhr nicht an, ist heute im Mittagsbereich. Und hier unten ist unsere Hotelanlage. Genau da, wo wir gestern Abend reingegangen sind. Und da hinten ist auch der Ausblick. Das einzig richtig harte ist, wir sind halt richtig krass am Hang. Das heißt, wir müssen ein richtig gutes Stück laufen, um ja, zur Rezeption zu kommen. Man kann sich hier mit so einem Buggy fahren lassen, das ist eine ganz coole Sache, wie beim Golfen mit dem Caddy. Wir werden aber die erste Nummer erstmal jetzt runterlaufen und schauen, wie weit es geht. So, wir sind am Haupteingang. Hier hinter mir ist das Sentido El Lounder Blue. Hier ist der Haupteingang, ist ein bisschen kleiner von außen, aber wie ihr gesehen habt, es geht extrem krass weit bis zum Hotelzimmer, weil das alles unterschiedlich kleine Anlagen hier sind, ziemlich weit verlaufen. Wir gehen auf jeden Fall jetzt zum Meer, deswegen gehen wir jetzt noch ein Stück runter und wir sehen uns gleich unten.
So you and me will kiss the sky goodnight. Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost again. Just run. Herzlich willkommen aus Elaunda. Wir sind heute hier. Das ist circa 5 bis 7 Minuten entfernt von unserem Hotel. Wir sind hier, weil wir mit einem dieser Boote da im Hintergrund rüber auf die Insel Spinalonga fahren wollen und uns da so ein bisschen geschichtliches Hintergrund, Marcel, der Motorfahrer von uns, Hintergrundgeschichtliches ein bisschen angucken wollen, was es da so gab. Kann meine Frau, mit der ich hier diese Reise zusammen mache, so ein bisschen kurz erzählen? Ja, weil ich nämlich viel mehr darüber weiß. Nein, also es ist einfach die Sache, Spinalonga ist ja eine kleine Insel. Und da wurde damals gegen das 15. Jahrhundert wurde einfach eine Burg errichtet von den Venezianern. Und als dann 1600 die Türken angegriffen haben, haben die dann die Festung erstmal gehalten. Und dann sind die irgendwann so gegen das 19. Jahrhundert sind sie dann wieder gegangen. Und danach ist eigentlich die Hauptgeschichte, ist einfach, dass danach einfach schweren Krankheiten kamen, wie Lepra. Und die ganzen Lepra-Kranken, die wurden dann auf diese Insel gebracht. Dann mussten die da leben. Und das Krasse ist einfach nur, die Insel ist voll nah einfach zu der Insel, wo wir jetzt sind. Ja, und man könnte theoretisch rüberschwimmen. Genau, und dort waren bis zu 1000 Kranke dort stationiert und die wurden einfach sich selbst überlassen und haben das Leben sozusagen auf der normalen Insel gesehen, aber mussten dort bleiben. Krass, ja, wir sind heute da, um uns auch anstecken zu lassen, damit wir leprakrank wieder nach Hause kommen. Ja, nee, das war jetzt mal so ein bisschen für euch als Info. Übrigens, das hier ist die Insel und ja, man sieht sich dann dort.
schon weit oben. Fuck, ist es heiß heute. Aber was ein fucking harter Ausblick.